So, es hat dieses Mal wirklich lange gedauert, bis wir diese Runde starten konnten. Aber in diesem Sinne, willkommen zurück zu einer weiteren Uncut-Runde. Heute Drecksklassen-Uncut-Runden. Und das würde ich gerne als Format durchsetzen. Lasst an der Stelle jetzt schon ein Like da, wenn ihr es gut findet. Lasst ein Dislike da, wenn ihr es nicht gut findet. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie so eine kleine Abstimmung. Immer, wenn wir jetzt auf dem Hauptkanal ein neues Drecksklassen-Video aufnehmen und raushauen, wo ich eure vorgeschlagene Drecksklasse, also wirklich eine richtig schlechte Klasse in Warzone spielen muss, machen wir in der Woche, wo das Video rauskommt, am Sonntag Uncut-Runden, also Runden, wo ihr spielt in einem privaten Warzone-Match und ich zugucke, wo ihr dann diese Klasse aus dem Video spielen müsst. Ich finde, es ist eigentlich eine sehr geile Idee. Es ist aber nicht so einfach, den Leuten das klarzumachen, die Klasse zu bauen, den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht fighten, bis ihr die Klasse habt und so weiter und so fort. Und wir haben da jetzt wirklich gefühlt eine halbe Stunde rumgemacht, bis jeder dann auch mal ready war. Dann schreibt der eine, er muss noch seinen PC starten, als wir schon bei der Sekundärwaffe und sowas sind, die nachzubauen und sowas. Dann musst du den Leuten sagen, dass in Custom Games du andere Klassen hast als im Private Match und sowas. Es ist sehr kompliziert, deshalb gehe ich sehr stark davon aus, einige werden es nicht raffen. Denn wir haben auch die Regel gemacht, natürlich ist nichts erlaubt, außer diese Drecksklasse zu spielen. Und Rifle mit Uncut im Clantech, bei dem bin ich mir sicher, der hat die Klasse richtig gebaut. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bei Rifle können wir erstmal draufbleiben. Das ist perfekt so. Die Regel, man darf mit nichts anderem Kills machen, außer mit der Drecksklasse, ist logisch, weil alles vom Boden ist ja besser als diese Drecksklasse. Das heißt, du hast ja einen Vorteil, wenn du die eben nicht den Loadout holst. Und das ist ja aber eigentlich Ziel dieser Runde, mit Loadout zu spielen. Longbow, ein 20-Schuss-Magazin, MTZ 556, die ja jetzt sogar besser ist, als ich sie spielen musste, weil sie hat danach einen Buff bekommen. Flash und Semtex. Stun habe ich jetzt nicht gemacht, weil wenn die ganze Lobby Stun spielt, ist halt Kacke. Ich habe das nur gemacht, weil ich ja keine Smokes spielen durfte. Deshalb haben wir das ein bisschen abgewandelt. Aber Feedback auf diese Episode sehr gewünscht. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, das ist halt wirklich einfach eine Scheißklasse, ne? Oh, und direkt wieder im Magazin leer geschossen, by the way. Ja, sehr schön. Sehr schön. Aber Rifle macht das sehr gut und ich glaube, ja, der Gegner hat auch direkt diese Waffe und diese Klasse gespielt. Das heißt, da hat es schon mal direkt funktioniert. Wir skippen mal ein bisschen durch und gucken uns hier so an, was die Leute spielen. Adam hat auch die richtige Klasse. Sehr gut. Und es ist auch schön zu sehen, dass andere diese vermogelte Klasse spielen müssen, die ich davor gespielt habe. Sie ist jetzt wirklich besser als zu dem Zeitpunkt, als ich sie spielen musste, weil die MTZ hat ja einen Buff bekommen. Die ist jetzt wirklich deutlich besser als davor. Die hat weniger Rückstoß. Aber es ist natürlich trotzdem eine scheiß Klasse. So, Dropex im Gulag. Maus-Keyboard-Spieler, ziemlich sicher. Dropex. Ja, schöner Kill, wichtig. Svetlana, 0 Kills. 2,5 auf Tasche. Wenn Svetlana, sie oder er, smart ist, geht er oder sie zum Shop und kauft sich jetzt einfach nur die MTZ. Und ja, auch da funktioniert das. Muss man auch an der Stelle sagen, ich habe zwar hier gerade wirklich gefühlt Kopf und Kragen verloren beim Regeln erklären und beim Erklären, was man machen muss, um hier die Lobby richtig zu spielen. Aber es funktioniert bisher auch. Auch mal. Ja, auch Wheezy hat es hinbekommen. Wheezy, einer der Kandidaten, die davor gesagt haben, als ich beim Klassenzeigen war: Yo, warte kurz, ich muss mein Spiel noch starten. Aber hat's hinbekommen, der Mann. Hat's hinbekommen. Marcy hat's auch mitbekommen. Er heißt Mr. C angeblich. Ich sag für immer Marcy. Kennt ihr noch Marcy XD? Pari zu sauer, weil er mit normaler Waffe geholt wurde. Er holt sich jetzt Rache, der Arme. Ja, ist aber based. Ist based. Die Longbow ist so scheiße auch in Warzone, ne? Ist eine richtige Drecksklasse einfach. Das Format macht mir richtig viel Spaß, muss ich sagen. Franz schneidet das ja. Falls ihr euch gerade denkt, was ist das, Drecksklasse und alles Mögliche, schaut gerne in der Videobeschreibung, ich werde es in der Videobeschreibung verlinken auf jeden Fall, vorbei. Schaut euch das Video an. Drecksklassen-Videos sind sehr, sehr geil, sehr unterhaltsam. Ist ein bisschen Eigenlob so, ne? Aber Franz schneidet die Videos und deshalb sind die so gut. Mein Cutter, der schneidet nicht alle meine Videos, aber der schneidet die Drecksklassen-Videos und die sind wirklich 10 von 10, sage ich euch ehrlich. Die müsst ihr euch wirklich anschauen. Wenn ihr das Drecksklassen-Video davor nicht gesehen habt, gerne das Drecksklassen-Video danach schauen. Ist wirklich gut und kommt auch sehr gut an, deshalb freut mich das. Und deshalb will ich das hier auch in Customs mir mal anschauen, weil dann sehen wir hier eben nicht mal von Mr. C irgendwelche vergeekten Gunfights, wo er einfach alles trifft, sondern du siehst halt das. Sheepbreak. Und dann finde ich es auch schön,
dass ihr es fühlt, was ich erleben muss, wenn ich mich für euch offstream hinsetze und public mit diesen Klassen spiele, gegen andere Leute, die Meta spielen dürfen. Ich find's schön. Mist, das hier hat so viel schon daneben geschossen. Herhert auch am Start. Versteht natürlich auch die Regeln, natürlich, ne, klar. Schon immer am Start in Uncut-Runden. Der Mann wird natürlich hier nicht reinmogeln oder nicht zuhören. Yassin ist auch am Start. Yassin versteht es natürlich auch. Klare Sache. Optik Destroyer hat in der letzten Runde ein bisschen gekämpft. Aber hat sich jetzt auf jeden Fall die Klasse geholt. Funktioniert. Spark ist safe tot, oder? Ja. Aber auch echt vergeekt. Und es ist echt schön zu sehen, dass jeder damit struggelt. Parried auch mit Drecksklasse. Ah! Parried, falsches Visier. Parried, falsches Visier. Sniper Scope war Pflicht. Parried hat's nicht gecheckt. Parried hat's nicht gecheckt. Adam 2009 mit der Stylus Camo auch, wichtig. Wie geil wäre so eine Stylus Camo? Es gibt die noch, Herr. Ja, der macht in letzter Zeit öfter mit Bendel wieder. Er hat die aufgehoben? Okay. Okay, 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 okay. Dann ist in Ordnung. Dann ist in Ordnung. Aber dann trotzdem, er hat 3K. Bitte die eigene Waffe jetzt am Lodi oder am Shop oder so holen, weil... Ja, oder er hat sie aufgehoben. Okay, ja, ja, ja. Perfekt. Gut. Dann doch nichts gegen Parried, dann was gegen den, der das davor nicht richtig gespielt hat. Deshalb immer aufpassen, Chat. Jeder Aussatz ist wichtig. Mit dem Rotpunktvisier ist sie wirklich deutlich besser dann nochmal. Adam. 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 Ist das der Gockel, der da auf dem, der da wegfließt, auf die, wegströmt auf dem Wasser? Ist das, nee, nein, das ist die Ente, die einfach, die durchzieht, ne? Das ist Adam, ja. Das ist die Ente. Falls hast du gerade selbst gesagt, falsche Klasse. Okay, ja, dann alles fein. Ist HRM erlaubt? Nein, HRM ist nicht erlaubt. Adam. Gockel. Ja, nee, das ist nicht das, was ich meinte. Und dann gibt's auch die Katze, die bei dem Sturm am Fenster vorbeifliegt. Elgato! Guter Gunfight. Rifle, komm, wir gucken uns den Gunfight von Rifle an. Stark daneben. Stark daneben. Stark daneben. Stark daneben. Stark. Oh, getroffen! Aber er wurde auch getroffen. Guter Gunfight da. Nein, also HRM ist natürlich nicht erlaubt. Ganz klare Sache. Hier wird sich an Regeln gehalten. Hier wird sich an Regeln gehalten. Da ist wieder der obligatorische Blackscreen. Stylus go in me. Okay. Hier wird sich an Regeln gehalten. Hier wird sich auch an Regeln gehalten. Yassin hält sich auch an Regeln, spielt aber Kronos, hat keinen Rückschuss mit der Drecksklasse, schade. Optik Destroyer, Blackscreen. Ich dachte gerade, wir schauen Floyd zu, ja. Crazy Man hält sich an Regeln, sehen wir unten rechts, ja. Oh mein Gott. Stick Drift des Todes, John McClane. Wow! Und ein Kracher kassiert, ein Krocherli. Ein Krocherli. Parik wissen wir auch, hält sich an Regeln. Adam hält sich an Regeln. Rifle hält sich... Oh mein Gott, ist die Scheiße. Das ist so scheiße. Da gucken wir kurz den Gunfight zu. Uncut Cozies hat gerade jemand mit WSP 9 gekillt. Klinse killt mit HRM 9. Ja, ja, ja. Chat bitte an die Regeln halten. Throwsnow, manchmal ist das verbuggt mit den Freischaltdingern. Und der piekt nicht mehr, der Gegner von Rifle. Doch, er hat gerade gepiekt. Ja. Oh, und der Knock. Und der Prezi oben drauf. Und der Blackscreen. Der wird aber nicht finishen. Ich sage, das war nicht schnell genug. Ich sage, das Safe ist vorher durch und... Ne, er hat den Kill bekommen. Okay, GG's. Svetlana fährt mit Auto rum. Lance Rob, wissen wir schon, dass er sich dran hält? Ich glaube, wir sind eh wieder zum Anfang geskippt. Warte mal, hier ist ein Gunfight. Doch, kein Gunfight. Wir gucken weiter. Yassin Gunfight. Yassin gucken wir zu. Mit Flash auch. Smoke übrigens auch nicht erlaubt, was auch richtig geil ist bei der Drecksklasse. Okay, okay, okay. Da kommt die Flash. Und der Push. Doch nicht der Push. Die Gegenflash. Hittet nicht. Wird hier gepusht.
Digga, du musst halt immer auch instant nachladen wieder, ne? Aber ist geil, wenn jeder sich an Regeln hält und alle Gunfights dementsprechend dann auch fair sind, weil alle die gleichen Klassen spielen müssen, ist das echt geil. Und die Longbow ist so arsch. Wieso hat er beide Tarnung? Ah, ich glaube, Yasin hat Multiplayer Crimson und Warzone schillernd. Oder umgekehrt. Hält sich an Regeln, hält sich an Regeln. Get on my level 88. Ach du Scheiße. Mit Fäusten? Okay. Gut. Nark Choice, das ist Sandro, glaube ich, ne? Sandro. Was passiert hier? Oh mein Gott, er durfte keine Kills machen. Weil er den Loadout nicht hatte. Und er läuft da einfach zum Shop. Hä? Verstehe ich nicht. Check ich nicht. Also es ist keine Regel, dass man denjenigen dann nicht töten darf. Oh, oh, oh. Habt ihr das gesehen? Digga, Sandro so am Snaken. Professioneller Snaker. Ja. 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 Ja, stark. Pari tot, okay. Oh, wird hier gesnaked. Wird hier gesnaked. Wird da aus den Headshots immer rausgepiekt. Gute Nate, warte mal, ist da einer vorbeigefahren? Ah ja, okay, da war die Nate hin. Okay, ich dachte gerade schon. Und es kommt Jailbreak, Chat! Es kommt Jailbreak! Ihr habt alle nochmal die Möglichkeit reinzukommen. Natürlich nur die, die nicht gequittet sind. Ist Pari gequittet? Was ist das? Was ist das für ein Scope? Ah, das ist das Kuriosum, das sah einfach anders aus. Oh, maybe? Maybe? Nee? Die ist so scheiße. Pari wurde verbrannt. Perfekt. Alle, die verlassen haben, schade, ja. Naja. Ich sag's aber immer wieder, ne? Nicht aus Ankerrunden quitten. Es kann immer passieren. Vierte Zone, 69 Leute live, by the way. Was ist das hier eigentlich? Oh mein Gott. Platte rein, Schocks. Er hat den Kill bekommen. Okay. Ich wünsche, ich könnte das auch beheben mit diesen Blackswings. Ich weiß auch nicht, wie das ist. 63 Leute, vierte Zone. Valar Morghulis. Das war eine sehr, sehr geile Side-Story bei Game of Thrones, meiner Meinung nach. Hab mich richtig abgeholt. Game of Thrones ist sehr, sehr geil. Hab mich richtig lange gescheut, das zu schauen, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Das war's auch wieder mit Serien. Wir reden nicht drüber. Gunfight. Ich glaube, er ist da oben, ja. Okay, andersrum. Okay, dann kein Gunfight. Aber ich muss sagen, bisher die interessanteste Warzone 3 Ankerrunde, die wir gemacht haben. Activision's Mom heißt er. Okay. Auch interessant. Gigidi hat eine BP50 und wird jetzt gebumst. Oh je, oh je, oh je. Oh, oh, oh! Er darf halt nicht fighten, ne? Gigidi. Er hat seine Klassen, er hat seine Waffen nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er muss so wegsprinten. Die Frage ist, hat der andere die Klassen? Was passiert hier? Weil es sei das Turning mit Trashwaffen, ja, würde ich sehen. Oh, 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 oh. Ja, machst du nichts. Er kann halt auch nichts machen, ne? Das ist halt dann blöd, wenn man solche Klassen macht. Wenn du halt dann late irgendwann zurückkommst, was willst du machen, ne? Ist halt Bodenloot. Musst dir dann irgendwie versuchen, deine Waffen zu erlooten. Aber es wäre natürlich auch unfair mit der BP, dann auf die Leute zu schießen, die Drecksklasse machen. Das ist halt leider das, die kleine Sache, die man nicht ändern kann dann, ne? Wenn man solche Klassen vorgibt, dann gibt es immer Situationen in-game, die dann scheiße sind. Aber anders geht's halt dann leider nicht, ne? Irgendein Tod musste sterben. Würde man dann mal sagen. Oh, Levi wird geholt, ja, machst du nix.
Dame, wir haben noch keinen geilen Longshot mit der Longbow, by the way, gesehen. Stun und Finisher erlaubt, Stun nicht. Flash. Oh. Oh, ui, ui, ui. Alter. Big Balls, Genesis of Benjiro. Auf Close Range mit der Longbow. Er kann den Gunfight nur gewinnen, wenn er beide Headshots trifft. Und genau das hat er gemacht. Das war strong. Eisvogel, danke für die 3 Gifted Subs. Kuss. Danke dir. Lege ich in der Pause nochmal vor. Rauch übrigens nicht erlaubt. Yassin mit Rauch. Hatte davor aber Flash vielleicht auszusehen aufgehoben. Ist mir auch einmal während Drecksklassenrunde passiert. Rauch ist nicht erlaubt tatsächlich, ja. Smoke ist Teil der Drecksklasse, dass das nicht erlaubt war. El Quaco MVP. Ach du Scheiße. Aber alle halten sich an Regeln. Nee, er hat in auszusehen, glaube ich, die Kettensäge statt dem Flammenwerfer, ne? Ich glaube, er hat nicht richtig hingeschaut. Das ist die Kettensäge. Da ist einer rechts neben ihm. Oh, aber sehr gutes Thumbnail. Sehr, sehr gutes Thumbnail, El Quaco. Sehr gutes Thumbnail. Ich benutze alle 4 Pedals, ja. Das war gerade Thumbnail-Service. Hier geht es jetzt richtig ab. 28 Leute live. Oh ja. Sehe ich. Da. Nee. Schieß doch weiter. Du hast 34 Bullets noch. Fahrzeuge haben wir nicht verboten, deshalb ja, grundsätzlich erlaubt. Aber Gott sei Dank sehe ich nicht so viele. Shocks hält sich auch an Regeln. Es funktioniert tatsächlich sehr viel besser, als ich dachte. Ich glaube, die ganzen Leute, die sich nicht dran gehalten haben, sind alle tot. Und natürlich kannst du das jetzt auch nicht so einfach spielen, wie du es sonst gewohnt bist, weil... Rums. Du diese Klasse halt spielen musst, ne? Du kannst halt... Du bist halt auch viel safer jetzt. Beispielsweise Lee's kann hier ganz entspannt hier laufen, weil natürlich keiner so einfach jetzt mit einer Meta-Waffe ihn pushen kann. Und der Gegner muss jetzt auch direkt wieder nachladen, weil es sind halt nur 20 Schuss, die man hat. Es ist schon geil, muss man sagen. Ich werde mit MP einmal gekillt und dann wurde ich mit Waffe geboxt. Junge, ja, das ist scheiße. Danach darfst du aber Regeln bestimmen, Sparkling. Okay, er schwimmt hier safe. Warte mal, ist das eine Wasserzone? Ach du Scheiße, alle, die hier im Festland sind, müssen darüber. Oh mein Gott. Boah, alter Kracher. Ich glaube, das war Yassin. Lolli, was hat Lolli da mit seiner Waffe gemacht? Er hat die Katze drauf. Er hat irgendwie 4 verschiedene Varianten damit eingebaut. Er hat sich selbst geflasht. Lolli, was machst du? Was machst du? Oh mein Gott, ich will Lolli zugucken. Lolli, du hast du Platten? Platten! Oh mein Gott, Lolli hat so losgelassen. Oh mein Gott. Lolli hat wirklich nur drauf gewartet, bis er abgeholt wird. Hä, hat auch Out of Zone, da müssen auch noch Leute moven. Aber guckt euch mal an, was das für ein ganz, ganz anderes Gameplay hier gerade ist, weil alle diese Waffe spielen. Übel geil. Also, für mich steht es jetzt schon fest, wir machen das immer. Wir machen das immer. Safe. Wenn ich ein Drecksklassen-Video aufgenommen habe, dann gibt es eine Ursigstan-Solo-Uncut-Runde, wo wir dann auch Drecksklassen spielen. T-Bomb tot. Schade. Rifle noch alive. Achi noch alive, mit Flammenwerfer in der Hand. Lee's hier unter Wasser, er kann auch nichts machen. Ja, tot. F an Lee's. Eine Bo... Oh, sein AP! Er kommt weg. Oh mein Gott. Wie gut. Er kann ihm in den Rücken schießen jetzt. Schieß ihm in den Rücken. Du brauchst die Posi. Nein, ihm wird in den Rücken geschossen. Oh, und dann wird er noch gesniped und abgefackelt. Rifle mit nächstem Sniper-Kill. Nächster Sniper-Hit. Immer nachladen, 20 Schuss, wichtig. Hairhead auch noch alive. Activision's Mom. Genesis of Benjiro. Und User. Oh mein Gott. Der Rifle wird hier durch die Wand gesniped. Wer wird's holen? Wer holt die erste Uncut-Drecksklassenrunde aller Zeiten, ne? Wir haben noch kein Ohr, wichtiger Hitter. Wir haben noch nicht Drecksklassen gemacht bisher, ne?
Hä, hat bisschen Arschposi da jetzt. Halt auch keine Smokes zu moven. Zwei Leute, die ihn up-aimen. Einer oben, einer unten. Ja, ja, das. Uiui. Oh ja, da machst du nichts. Da machst du nichts, Herr Herd. Ich glaube, das Self-Revive wird auch nicht helfen. Da kommt noch die Nate. Oh mein Gott, ja, keine Chance. Keine Chance. Dass die Zone halt auch wegpullt von ihm, ist auch wirklich Klassiker. Genesis auf Benziro ist hier. Benziro, User und Rifle, ne? Ja. Ich guck Rifle zu. Rifle 9 Kills. 4 Kills Genesis. Oh, das war eine Stuck! 1 gegen 1. Rifle und Benziro. Und er ist oben, glaube ich. Da wird rumgefackelt. Und jetzt wird gepusht von Rifle. Benjiro rennt weg. Und ich glaube, Rifle ist ganz hoch gegangen. Ja. Rifle ist ganz oben. Benjiro ganz unten. 1 gegen 1. Benjiro mit dem Flammenwerfer in der Hand. Ich sage, das Ding hat eine schlechtere TTK als die MTZ mit Feuermuni. Flammenwerfer, glaube ich, die schlechtere Wahl. Hier wird geflasht zweimal. Und dann wird gepusht. Und das gewinnt Rifle. Rifle wieder in Form hoch. 10 Kills, Uncut Drecksklassen Win. GG's. GG's. Aber war eine geile Runde, muss ich sagen. Leute haben sich dran gehalten, einigermaßen. War sehr viel spannender zuzuschauen. Weil alle was anderes gespielt haben. Nicht jeder spielt halt Ram, HRM, Sniper auf Dach, wie auch immer. Sondern alle spielen diese Drecksklasse. Ich sage, war eine sehr, sehr gute Uncut-Runde. Ja. Deshalb lasst einen Kommentar da unten im Video. Gerne Feedback. Und wie gesagt, Like oder Dislike, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und Rifle mit Form hoch wieder, wichtig. Und ein Monster Energy Operator, den ich nicht kenne. Und jetzt ist es ein Standard-Skin. Perfekt.